Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der SKF MDB Couch. Wieder zu Gast Benjamin Michael, SKF Anwendungsingenieur und MTB Marathon Leistungssportler. Und links von uns auf der Couch heute Holger Köpfer zu Gast. Holger ist Leiter Marketing Vertrieb bei der Firma Bikehead. Holger, ist das korrekt? Richtig, ja. Okay, und Holger und Benny, ihr beide kennt euch ja auch schon, oder? Genau, wir kennen seit einem Jahr. Ja. Okay, cool. Für alle von euch, die Bikehead noch nicht kennen, Bikehead ist ein Laufradhersteller, der neben Laufrädern aber zum Beispiel auch Lenker, Sattelstützen sowie weiteres Zubehör produziert. Das Spezielle bei Bikehead ist, dass Bikehead ausschließlich auf die Verwendung des Werkstoffs Carbon spezialisiert ist. Das ist auch soweit korrekt, ja. Richtig, genau. Holger, habe ich jetzt noch was vergessen, was es definitiv zu erwähnen gilt? Genau, also was ich immer ganz wichtig finde zu sagen, ist, dass wir alles, was wir produzieren, zu 100% in Deutschland machen. Also wirklich von der Entwicklung, von der Prototypenphase bis hin zum Versand, zum Laminieren, alles findet bei uns in Veitshöchheim bei Würzburg statt. Und das ist schon ja, sehr herausragend. Okay. Wir sind auch forschungstechnisch ganz gut engagiert. Da sind wir auch ausgezeichnet worden dieses Jahr. Innovation oder innovativ durch Forschung vom Stifterbund. Und wir haben auch 2 Design und Innovation Awards gewonnen für den Mountainbike-Laufradsatz Biturbo RS und für den Rennrad-Laufradsatz Biturbo Road. Okay. Und ja, das finde ich eigentlich, das zeigt schon ein bisschen so, dass wir da echt enthusiastisch dabei sind und gute Sachen machen. Okay. Jetzt habe ich gesehen, bei euch war auch mal die MTB News zu Besuch. Mhm, gab es auch ein Video dazu, was ich jetzt dort wirklich sehr beeindruckend fand, war, dass wir gesehen haben bei Bikehead, dass alles dort vor Ort, also nicht nur in Deutschland produziert wird, sondern auch wirklich in Handarbeit, ja? Genau, also das ist eben das, was ein bisschen auch herausragend ist, weil viele deutsche Komponentenhersteller machen quasi die Entwicklung noch in Deutschland, aber die Produktion ist halt dann immer so, ja, so ein Kostenfaktor, wo man sagt, man versucht dann irgendwie in andere Länder zu gehen. Bei uns ist die Philosophie aber, das eben alles bei uns im Haus herzustellen. Und deswegen hat man auch in dem Video ganz schön gesehen, dass man halt wirklich die Konstruktionsarbeitsplätze bei uns hat. Wir haben dann auch eben kurze Wege, um Prototypen zu bauen. Haben auch einen Maschinenpark klein, um dort eben die Werkzeuge zu fertigen. Und für die Serienwerkzeuge haben wir dann zwar einen Partner, weil das einfach dann zu groß wäre für uns. Ja. Aber die Laminierung und der ganze Prozess, also dieses Autoklav-Prozesssystem, was wir verwenden, wird alles bei uns eben in-house stattgefunden oder wird dort gemacht, ja. Okay. Und seit wann gibt es euch dann eigentlich genau? Und kannst du auch was zur Entstehungsgeschichte von euch sagen? Ja, klar. Das war, eigentlich ist es aus einer studentischen Arbeit entstanden, und zwar 2008, 2009, wo unser Chef, der Christian, seine Diplomarbeit abgegeben hat in Kunststoff- und Elastomertechnik. War quasi das Laufrad, das Sechsspeichenlaufrad, seine Diplomarbeit. Und es ist daraus entstanden, weil er ein enthusiastischer Fahrradfahrer ist. Und er wollte einfach mit seiner Arbeit ein Laufrad schaffen, quasi, was eine maximale Steifigkeit aufweist, aber auch maximal leicht ist. Und das sind halt eben so 2 Teile, die schwer sind zu kombinieren. Und das lief aber eigentlich wirklich sehr gut damals und wurde dann auch 2010 bei sich zu Hause quasi so, hat er weitergearbeitet, hat so die ersten seriennahen Prototypen gebaut und wurde aber auch von der Hochschule noch supported da. Er soll da in diesem Bereich weiterarbeiten. Und das kam sehr gut an. 2011 hat er eine GmbH gegründet, hat sich selbstständig damit gemacht und hat auch Messen besucht und Kunden geworben. Und es war so erfolgreich, dass wir 2012 quasi eine eigene Produktion eröffnen konnten. Eine Serienproduktion in Veitshöchheim bei Würzburg. Und seitdem eigentlich jetzt dort in der Serienproduktion sind und stehen. Genau. Okay. Jetzt fährst du, Benny, ja auch Laufräder von Bikehead, ja? Ganz genau. Ich fahre auf der einen Seite den Biturbo RS Laufradsatz, aber auch den normalen Felgenlaufradsatz XC24. Genau, richtig, ja. Genau. Das heißt, Biturbo sind jetzt 6 Speichen, das oder? Das sind die 6 Speichen Laufräder und die anderen sind quasi normal eingespeichte Carbonfelgen. Darüber hinaus habe ich aber auch die Sattelstütze und den Lenker mit der NSA-Technologie. NSA-Technologie, Non-Slip Application, glaube genau, ich. Genau, richtig, Non-Slip Application, genau. Und zwar, das ist auch ein Patent, was wir haben. Das ist im Lenker und in der Sattelstütze jeweils in den Klemmbereichen eine Gummischicht einlaminiert, die quasi die Klemmkräfte reduziert und auch gegen die Geräuschentwicklung bei Carbon eben
gegenwirkt. Und auch du brauchst diese Carbonpaste nicht zum Montieren, sondern du kannst es mit ganz wenig Newtonmeter anziehen und hast einen fixen Lenker für allzeit bereit. Ja, genau. Die Gefahr, dass das dann auch bricht, dass der Lenker bricht oder die Sattelstütze bricht, ist halt dadurch deutlich reduziert, genau, weil richtig, die Klemmkräfte natürlich viel geringer sind. Korrekt, genau, das ist der Punkt. Okay, das heißt, ich kann das eigentlich jetzt dann alles trocken einsetzen, weil ich kenne es ja auch so, wenn man jetzt eine Carbon-Sattelstütze hat, und dann hat man nicht diese Montagepaste, dass es unter Umständen mit dem Material sich wie verschmelzen kann, ja. Richtig, ja. Genau. Ich glaube, die sollte man auch nicht verwenden, ne, die Carbon-Paste, nee, weil die diese Gummischicht auch angreift und kaputt macht. Genau, so ist es, richtig. Okay. Wenn ich mich jetzt oder zum Beispiel einer der Zuschauer für so einen Carbon-Laufradsatz interessieren sollte, ja, welche Einsatzbereiche deckt ihr ab und mit welchen Kostenfaktoren muss ich für die Anschaffung rechnen? Genau, also wir starten eigentlich so im Performance-Segment für leicht und schnell im Cross-Country-Bereich und dann geht es eigentlich so weiter in den Tour- und Trail-Bereich und dann geht es dann schon in den härteren Bereich so ein bisschen, das heißt so All-Mountain. Jetzt haben wir ja relativ neu letztes Jahr auf der Eurobike den The Series E vorgestellt. Das ist ein Bereich quasi jetzt, um diesen E-Mountainbike-Segment aufzugreifen, haben wir dort unsere Teile weiterentwickelt und dahingehend verstärkt, auch eben an E-Mountainbikes einzusetzen. Diese Teile können allerdings auch im Enduro-Bereich eingesetzt werden. Okay. Was wir auch haben, ist der Road-Bereich, den wir abdecken. Also Rennradsport, aber auch Gravel-Bereich, Cyclocross. Was wir jetzt aber nicht haben, ist so dieser richtig Hardcore-Gravity-Bereich. Also über Long-Travel, Enduro bis hin Downhill. Also da sind wir nicht vertreten im Bereich. Genau. Und von den Preisen ungefähr starten wir bei dem günstigsten Laufradsatz bei ungefähr 2200 Euro. Das ist der eingespeichte Laufradsatz, den der Benny eben genannt hat. Und zum Beispiel für den Laufradsatz, den ich jetzt hier auf dem T-Shirt habe, sind es 3.300 Euro, die du dann bezahlen musst. Genau. Gut. Jetzt sind wir bei den Segmenten natürlich gewesen. Rein Interesse halber, was fährst du? Ganz witzig, also zurzeit fahre ich ein E-Mountainbike. Ach Quatsch. Ja, ich hatte auch sehr viel Vorurteile. aber eben auch wegen dieser The Series E, die wir eben entwickeln, ist es eigentlich ganz praktisch, dass wir halt auch mal so selber halt die Teile testen und Prototypen fahren können. Und ich finde es aber eigentlich eine ganz witzige Sache, dieses E-Mountainbike, weil ich dieses auch nutze, um täglich halt auf die Arbeit zu pendeln. Ja. Und halt dann nach der Arbeit kann man nochmal eine Stunde Vollgas geben und nochmal ein bisschen irgendwo in Würzburg eben durch die Trails ballern und nach Hause kommen und ist noch trotzdem geschafft. Und das ist echt coole Sache, ja. Okay. Darf ich mal eine andere Frage stellen, wenn du jetzt schon gesagt hast, du bist ein bisschen auf E-Bike umgestiegen. ich gehe davon aus, du bist wahrscheinlich vorher Normalfahrrad gefahren. Genau. Wie ist jetzt der Change? Nimmst du jetzt auch noch das normale Bike oder bist du jetzt schon langsam so ein bisschen, dass du sagst, so, es kommt die Gemütlichkeit und es entwickelt sich ein bisschen doch eher so in den motorisierten Sektor oder sagst du, nee, du hast trotzdem noch deine Touren, die du ganz normal fährst? Genau, also ich fahre eigentlich das normale Performance-Bike auch noch genau. Wenn ich halt dann wirklich mir die Zeit nehme, sage ich, mache jetzt eine Wochenendausfahrt speziell, dann kann ich das ganz normal nutzen und fahre das auch sau gerne. Ich fahre auch BMX zum Beispiel. Also ist auch unmotorisiert. Aber so für ein Pendel und sowas und ein bisschen, das ist ein ganz anderes Fahren einfach. Und das, fahre ich alles gerne. Okay. Ja. Und jetzt hast du BMX gesagt, da muss ich jetzt trotzdem nochmal einhaken. Das heißt, du fährst Dirt, Flatland. Flatland jetzt nicht so, Dirt und Park. Okay, cool. Was wir uns eigentlich schon die ganze Zeit fragen, das Thema hatte ich auch schon mal mit dem Benny aufgegriffen, wie jetzt eigentlich diese Entwicklung von so einem Laufradsatz stattfindet, ja? Mhm. Genau, also die Entwicklung eigentlich, da das es wieder alles bei uns funktionieren kann in-house, ist es eigentlich relativ, wir können relativ schnell neue Sachen entwickeln und können auch den Markt ganz gut damit bedienen. Das ist eigentlich so ein bisschen bei uns die Form follows, wie heißt es? Form follows function. Genau. Das heißt, dass wir quasi jetzt nicht irgendwie Design vorgeben und dann irgendwie müssen wir versuchen, damit dann einen Laufrad zu produzieren, sondern wir schauen uns an, für was ist der Einsatzzweck gedacht, was wollen wir für ein Produkt haben und wo sind die Kräfte eben und dementsprechend modelliert sich dann dieses Produkt außenrum. Natürlich müssen wir dann noch ein bisschen Produktdesign machen, weil sonst sähe es nicht so schön aus. Und das berechnen wir und konstruieren wir komplett bei uns im Haus, bauen auch Prototypen dann dort, machen dort eben in unseren Messeinrichtungen und Prüfeinständen machen wir die Versuche. Und wenn das alles soweit gut läuft, dann können wir eine Serienform eben fertigen
und bauen dann normale Serienproduktion eben. Also das heißt wirklich, wir schneiden die kompletten Prepack-Matten, also es sind vorgetränkte Fasermatten, okay. Matrix mit dem Harz schon drin, schneiden wir direkt bei uns mit dem Cutter zurecht. Das sind also ja, viele, viele hunderte Einzelteile für so ein Laufrad. Legen das dann in die Aluform rein. Und dann wird diese Form quasi verpackt in einem Vakuum und geht dann in diesen riesen Autoklaven. Das muss ich mir vorstellen wie so ein riesen Ofen, wo eben ein hoher Druck drin herrscht und eine Temperatur. Und darin backen dann wirklich diese Formen in dem Monocoque-Verfahren aus. Und dann wäre quasi das Serienteil schon fertig. Okay. Nur noch dieses Finishing noch am Ende, dass so alles schön. Ich habe es schon mal gesehen, das sieht aus wie so eine große Tauchglocke, oder? Kann genau, man sich das richtig, so ja. Vorstellen? Genau, richtig, ja. Okay. Dann, ich glaube, dies was für dich. Warte. Nur Momento. Mit einer Frage mitgeschoben. Okay. Ich bin für die Gewichtsfragen zuständig, ne? Ja, genau, ne? Also, was siehst du eigentlich so für Vorteile neben dem geringen Gewicht bei einem Carbonlaufrad noch? Also, einmal die belastungsgerechte Auslegung, die du quasi mit den Fasern erzeugen kannst. Das heißt also, du kannst die Fasern dementsprechend so im Bauteil anordnen, dass es die Kräfte maximal kompensiert und dadurch eben auch ein leichtes Gewicht dadurch erzeugen kannst. Dementsprechend kannst du auch so ein Bauteil auf Verschleiß hin optimieren. Das heißt, du kannst es auch vorhersehen, wann dieses Bauteil brechen sollte. Immer ein Beispiel ist so, der Aluminiumlenker, der hält mir die ganze Zeit und ich kann den nutzen und irgendwann macht es klack und er ist durch. Und beim Carbon, es kündigt sich an. Es knistert, es knarzt, man hat ein weiches Gefühl, aber er bricht nicht komplett durch. Und das ist eben der Vorteil, was man mit Carbon machen kann. Des Weiteren ist es auch so, dass man individuelle Lagen aufbauen kann. Also das heißt, man kann die Teile unterschiedlich auf die Fahrer abstimmen. Also ein leichter Fahrer braucht ein anderes Layup, nennt sich das Ganze, also Lagenaufbau, als ein schwerer Fahrer oder jemand mit langen Beinen zum Beispiel. Und das sind eigentlich so wirklich so die Key Facts eigentlich von dem Ganzen, dass du das so nutzen kannst. Ja. Okay. Und wenn ich mir jetzt das Laufrad so vorstelle, zum Beispiel im Übergang von der Speiche zur Felge, sind dann da andere Fasern verwendet oder eine höhere Anzahl, einfach weil da die Kräfte eingeleitet werden? Genau, richtig, ja. Also was man außen sieht, ist eigentlich immer die Sichtlage. Das Herzstück ist quasi genau hinter der Sichtlage. Und wenn man mal ein Rad aufschneiden würde, würde man sehen, dass eben ganz, ganz viele verschiedene Schichten drin sind und drin sind eben auch genau an diesem Punkt eben Fasern, die quasi in andere Orientierung gehen, also quasi die Kräfte wegnehmen und kompensieren, die eben durch den Stoß vom Stein oder sowas eben entstehen. Ja. Genau. Okay, was ich jetzt nochmal ganz interessant fand, du hast es gesagt, das kündigt sich an, wenn ein Lenker zum Beispiel brechen würde. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Downhill unterwegs bin und ich will auf einmal mitbekommen, ist Downhill, genau, und es würden sich von schon so eine leichte Geräuschkulisse am Lenker entwickeln, dass es dann unter Umständen besser wäre, jetzt zu sagen, okay, ich stoppe meine Fahrt, bevor das jetzt noch böse endet, oder? Genau, also es ist so, es ist immer dann schwierig vorherzusagen, okay, es macht jetzt den kompletten Kollaps oder nicht, also ja. In der Regel nicht. Das heißt, man könnte jetzt quasi mit einer Restrettung quasi noch nach Hause fahren, aber man sollte jetzt keine Belastungen mehr aufgeben. Okay. Das heißt also, ich kann jetzt sagen, okay, ich bin jetzt den Trail fertig gefahren, oh, ich merke, der Lenker hat irgendwas abgekriegt bei einem Sturz zum Beispiel und er fühlt sich leicht weich an, aber ich kann noch nach Hause fahren, ja. Und Angst haben, dass ich plötzlich noch eine Hand am Lenker habe. Okay, genau. Gut. Jetzt wäre natürlich meine Frage, gibt es auch Einsatzgebiete, wo du definitiv vom Einsatz von Carbon abraten würdest oder wo du sagst, Carbon ist natürlich jetzt nicht unbedingt geeignet für? Ist ein bisschen dann wieder auf das Technische zurückzuführen und zwar sind es Hitzeeinwirkungen, die Carbon ein bisschen schädlich sind, also quasi dieses Harz, das verbrennt. Das heißt, vielleicht habt ihr schon mal gesehen, es gibt ja Scheibenbremsen oder die Scheibe an sich, wo der Reibring außen nicht aus Stahl ist, sondern komplett auch aus Carbon. Ja. Und da hat man wirklich die Problematik, dass irgendwann durch eine gewisse Hitzeeinwirkung dann diese Matrix zerstört wird, das Harz, und dann löst sich das Ganze im Prinzip einfach im Wohlgefallen auf. Genauso Kettenblätter zum Beispiel, wenn man die komplett aus Carbon fertigen würde. Alles, wo abrasiv ist, also wo wirklich dann diese Kette drüber schleift, das ist nicht langhaltbar. Also da muss man mit irgendwie einem Hybrid arbeiten, also irgendwie Titan oder sowas. Oder zum Beispiel Kugellager. Hoher Druck, hohe Reibung ist auch nicht der ideale Werkstoff, das Carbon quasi, sondern da gibt es bessere Werkstoffe dafür, ja.
Okay, jetzt hast du gerade von Hybrid gesprochen, das würde mich jetzt interessieren. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, Carbon mit anderen Werkstoffen direkt zu kombinieren, oder? Ja, genau. Also bei Scheibenbremsen gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass diese Aufnahme von der Scheibe an sich aus Carbon ist, aber der Reibring an sich ist aus Stahl. Okay. Und bei Kettenblätter gibt es das Ganze, wo dann in eine Beschichtung draufkommt oder Titan oder Aluminium oder Stahl eben noch mit eingesetzt wird, also mit einlaminiert wird, mit dem Carbon zusammen eingefasst wird, ja. Genau. Interessant auf jeden Fall. Ihr seid jetzt wirklich noch ein recht junges Unternehmen, muss man sagen, wie es ist. Der ist meine Frage, wie sieht jetzt eigentlich euer Plan aus oder was habt ihr vor, um eure Produkte natürlich noch weiter in die Welt hinauszutragen? Also bis jetzt gibt es uns sogar schon weltweit. Also da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir wirklich fast in den meisten Ländern der Welt vertreten sind. Nordamerika gehört noch nicht dazu. Ja, unsere Ziele sind eigentlich da, wie wir da noch ein bisschen bekannter werden können, ist halt auf jeden Fall versuchen, mit guten Sportlern, wie Benny zum Beispiel, auch zusammenzuarbeiten, die quasi auch medienwirksam zeigen können, die Produkte sehen jetzt nicht nur irgendwie besonders aus, sondern die können auch wirklich was. Dass wir damit eben arbeiten, aber auch jetzt in dem Bereich Social Media, weil die Leute sehr empfänglich sind dafür, da wirklich ein bisschen zu zeigen, hey, probiert's aus oder auch auf Test-Events, probiert's aus, findet den Unterschied raus. Und das ist so ein bisschen so der Key, wo wir auch versuchen, das weltweit ein bisschen zu zeigen. Okay. Dass es weitergeht, ja. Jetzt gibt es ja immer die Möglichkeit noch, Produkte zu optimieren. Wie jetzt jeder weiß, zum Beispiel in jedem Laufradsatz sind in den Narben immer Lager eingesetzt. Ich weiß, ihr kennt euch ja auch schon bereits. Daher meine Frage, was weißt du bisher über das Thema MTRX? Also ich hab schon, ich weiß gar nicht, wie lange ist es jetzt her, schon ein paar Monate das erste Mal dieses Lager mitgekriegt und weiß eigentlich, dass es eine echt coole Sache ist, diese Funktion von diesem Matrix-Käfig quasi drin, also dieses Selbstschmierende und das ist echt eine richtig coole Sache, also als auch gerade im Mountainbike-Sport oder im Rennradsport, wo man sagt, man geht dann mit dem Hochdruckreiniger mal drauf oder man fährt durch Schlamm und so weiter, dass ich dann wirklich sagen kann, ich habe hier ein Produkt, was an sich schon lange hält, aber so diese Schwachstelle des Lagers ist dann nicht vorhanden, sondern ich habe dann was wirklich lang hält und dem Fahrer oder der Fahrerin wirklich Spaß ein Leben lang bieten kann. Und das finde ich eine tolle Sache. Okay. Jetzt wäre meine Frage, du hast bei dir schon MTRX überall drin? Teilweise ja. Teilweise ja? Ja. Okay. Und was vielleicht eine ganz interessante Geschichte auch für euch ist, wie kam das überhaupt damals mit diesen MTRX zustande? Also du bist ja damals bei SKF eingestiegen, bist dann auch mit den Lagern in Verbindung gekommen. Ja. Aber bis zu diesem Product Launch, ja, der jetzt ansteht, war ein langer Weg bis dahin, also wie gesagt, bis so ein Produkt dann in die Serienreife geht oder dann auch welche Prozesse das natürlich auch konzernintern durchlaufen muss, gibt es ja auch eine kleine Story dazu, vielleicht kannst du da was dazu sagen. Ja, also ich habe 2012 bei der SKF angefangen zu arbeiten und innerhalb des ersten halben Jahres durchläuft man ein Einarbeitungsprogramm und kriegt quasi alle Produkte vorgestellt, die SKF so fertigt und herstellt. Und da war eben die Technologie, die Solid-All-Technologie, die in unseren MTRX-Lagern drin steckt, auch mit vorhanden. Und da habe ich mir schon gedacht, Mensch, das könnte doch das Problem der Tretlagerschäden, Narbenlagerschäden im Mountainbike lösen. Ja. Und das hat dann aber ein bisschen gedauert, ehe wir da mal den ersten Test gefahren haben. Und ich habe dann einfach mal eine Narbe damit ausgestattet und bin das eine Saison gefahren. Das hat wunderbar funktioniert. Ich hatte wirklich nahezu keinen Verschleiß. Die Lager sahen am Ende der Saison genauso aus, wie als ich sie eingebaut hatte. Okay. Und daraufhin haben wir dann einen Artikel geschrieben, veröffentlicht und es kamen einige namhafte Hersteller von Fahrrädern oder auch Komponentenlieferanten auf uns zu und wollten da ein paar Informationen. Okay. Und somit hat sich das ganze Projekt dann entwickelt und natürlich bin ich auch aufgrund der Nähe zu Bikehead, aufgrund der geografischen Nähe dann auf die Firma zugegangen und habe das denen vorgestellt, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die meisten von euch, wenn sie mal ein Lager tauschen, sind es Tretlager oder eben die Lager in den Narben. Und damit ist eigentlich jeder mal konfrontiert. Und genau für dieses Thema sind unsere MTX-Lager eben wunderbar gedacht. Und die lösen das Problem in den Radnarben. Okay. Da seid ihr natürlich auch ein potenzieller Kunde für uns. Richtig, ja. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt
eine Felge bei euch kauft zum Beispiel, sind jetzt die Narben auch direkt aus Carbon oder Narbenkörper? Nee, die sind aus Aluminium. Die werden aber speziell für uns gefräst. Also es ist jetzt nicht eine handelsübliche Narbe, die du im Laden kaufen kannst, sondern das ist speziell auf die Geometrie von dem Carbonkörper auch angepasst und wird dann im Laminierungsprozess direkt mit eingearbeitet. Also fix verbunden mit der ganzen Struktur. Und das ist einfach da die bessere Wahl, als direkt Carbon zu verwenden. Ja. Ja, die Lager werden dann sozusagen im Nachgang eingepresst. Ja. Und man muss dazu natürlich auch sagen, jedes Mal bei einem Lagerwechsel verschlechtert sich der Lagersitz. Wir haben ja bei einem Laufrad an sich einen relativ ungünstigen Fall, und zwar dreht sich da der Außenring. Das heißt, wir haben da eine feste Passung am Außenring und eine lose Passung in der Achse. Deswegen kann man die auch reinschieben dann. Okay. Und jedes Mal, wenn ich quasi das Lager ein- und auspresse, weil ich es wechseln muss, weil es kaputt ist, verschlechter ich die Sitzverhältnisse am Außenring, weil einfach immer ein bisschen Klettung zwischen den beiden Partnern geschieht. Somit wird der Sitz immer lockerer und damit kann das dann immer häufiger passieren, dass dir die Lager ausfallen. Und wenn du natürlich da ein Lager hast, was du nicht mehr so häufig wechseln musst, passiert das natürlich auch nicht, dass der Sitz kaputt geht. Und das ist natürlich auch ein Vorteil von unseren MTX-Lagern, die wirklich sehr gut in Narbenanwendungen auch laufen. Okay, alles klar. Okay, wir sind inzwischen auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Holger, vielen Dank nochmal an dich. Danke auch. War sehr cool, viele Informationen, wie das ganze Thema Carbon in Bezug auf Laufräder funktioniert, welche USPs wir haben und jetzt natürlich für euch Zuschauer, wer interessiert ist an einem Carbon-Laufradsatz, Holger hat die Möglichkeit, das wo zu bestellen? Genau, ihr könnt es per E-Mail oder per Telefon bestellen oder geht auf die Homepage www.bike-ahead-composites.de und dort könnt ihr euch alle Produktinfos rausziehen und sonst gerne Mail schreiben oder anrufen, wir helfen jederzeit. Okay, danke. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Don't worry. Just bike. Bye. Ciao. Ciao.